Jo, hallo Leute, jetzt Session 2 von mir mit dem Binary Alien. Und zwar jetzt machen wir die 5 Minuten. Ich zeige euch, wie die 5 Minuten beim Binary Alien funktionieren. Also Binary Alien, wie gesagt, MetaTrader 4 Template. Müsst ihr MetaTrader 4 einfügen. Und ich handle das mit 24 Option. Link wie immer in der Beschreibung für 24 Option. Geht ihr auf hoch niedrig, wenn ihr eingeloggt seid. Also erstmal auf Trade, hoch niedrig. Und dann schauen wir uns hier drüben an die normalen 5-Minuten-Charts. Wir achten darauf, dass da M5 hier und M5 da, also die gleiche Farbe, ganz wichtig, die müssen die gleiche Farbe haben. Okay, ich suche mir mal einen, der die gleiche Farbe hat. Okay, wie zum Beispiel hier. Das ist jetzt, passt auf. US-Dollar-Yen, US-Dollar-Yen. Gehen wir auf, nein, Schmarrn, kurzfristige müssen wir gehen. 5 Minuten anklicken, US-Dollar-Yen und rein damit. Nach oben und kaufen. Jawohl, er ist gekauft, ihr seht, hier ist die Ablaufzeit bei 24 und jetzt kommt das Wichtige. Ich zeige euch, wie, was, warum, wo. Wir da rein, warum wir da reingehen. Und zwar, ich mache mir jetzt schnell Paint auf. Fügen. So, wir beachten ganz wichtig diese zwei, ist wieder schwarz, müssen wir wieder weiß machen. Diese zwei M5. Diese M5 müssen gleiche Farbe haben. Also wirklich gleiche Farbe, diese M5. Dann muss hier, weil wir aufwärts gehen, der blaue da sein. Der blaue Balken. Und natürlich da auch die blaue Kerze. Und dann können wir schon reingehen. Ihr seht, es ist sowieso ein Aufwärtstrend. Das spielt uns noch gut in die Karten rein, dass hier der Aufwärtstrend ist. Ihr seht, spielt uns echt toll in die Karten rein. Ja, also, aber ganz wichtig, diese zwei sind wichtig und darum lache ich mich auch kaputt über Public zum Beispiel, weil die haben ja unser Template, aber ohne diesen, ohne einen Indikator und das ist ja dann, dann funktioniert das Template nicht. Die 5 Minuten könnt ihr dann absolut nicht handeln. Ganz wichtig hier, M5, M5 und auch noch gut wäre es, wenn hier jetzt noch Aufwärtstrend steht. Das wäre noch, also noch besser, aber es sind schon M5, M5, blau, Aufwärtstrend. Und wenn hier jetzt noch, das ist dann fast hundertprozentiger. Ich schaue noch mal rüber. Param, param. Param, param. So. Wir haben noch 3 Minuten knapp. Hier diese zwei grünen, wenn ihr seht, ist auch noch sehr gut. Danach, wenn diese Bänder hier grün anzeigen, heißt nach oben. Seht ihr diese grün? Ist dann auch very, very good. Dann kann euch schon gar nichts mehr passieren, ne? Außer im Wind zu landen. Wir schauen uns das jetzt an. Also mit 24 habe ich das natürlich getestet, dieses Template. Bisschen ausgerichtet auf 24. Läuft am besten. Wie gesagt, den Link haue ich euch rein von 24 in die Beschreibung unten und auch wo ihr dieses Template, den Alien kaufen könnt. Auch unten rein. Also wirklich klasse, wie ihr seht hier. Läuft supi, supi pupi. Was ich noch dazu sagen könnte, ist, ich habe ja im vorigen Video die 30 Sekunden erklärt. Am Montag immer, Montag ist es ab 10 Uhr traden, ist das Beste, was ihr machen könnt. Vorher würde ich es nicht anlangen und Freitag bis 12 ist die optimale Zeit. Jawohl, wir haben noch 1,5 Minute.
Wir schauen uns unsere Gewinnchen an. Ich habe 5k gesetzt, krieg 8750 raus. Also für die meisten wäre das halt schon Wochentrade. Ihr passt eure Guthaben halt einfach an, was ihr einsetzt. Ihr seht, der geht schön hoch, geht der. Seht ihr das? Wir schauen nochmal auf unsere Template. Da echt wunderbar. Jetzt zeigt er uns auch diesen Trend up, Trend nach oben an. Also echt große Klasse, zweimal Trend up, Trend up. Und wirklich wichtig, Jungs, ihr braucht diese zwei Indikatoren hier, M5, N5. Euch nützt es nichts, wenn ihr für Public das runterladet und es fehlt ein Indikator, ist ja dann Blödsinn. Verschießt ihr nur eure Kohle, weil woher wollt ihr wissen, ob der M5 dann hier grün leuchtet und wenn der fehlt, rot, also Blödsinn. Wirklich Blödsinn. Ja, er läuft ab, 9 Sekunden, wie schon gewusst, richtig schön im Plus, also wie schon in den letzten Videos, die laufen richtig schön ins Plus, die meisten. Tolles Template, ich schmeiß euch den Link rein, hab euch gesagt, auf was ihr achten müsst bei 5 Minuten, wirklich toll. Okay, sag erstmal bye. Und wir sehen uns im nächsten Video.